Herzlich willkommen zurück zum Spiel Escape from Mystwood Mansion. So, ihr Lieben, ich habe jetzt noch mal alles komplett durchgespielt. Ich habe auch tatsächlich das Paket jetzt hier durch, also komplett mit mir mitgeschleppt und habe hier dieses Dedicated, also den, ja, die Bestätigung, dass ich auch dieses Secret bekommen habe, erhalten. Und jetzt drückt mir bitte die Daumen. Im Moment sehe ich noch nichts. Die Türen sind weiterhin zu. Ah, und ich muss tatsächlich alle Secrets in einem Rutsch machen, damit diese Tür aufgeht. Ja, das heißt für mich, ich werde das Ganze nochmal machen und dann werden wir uns an dieser Tür wiedersehen. Ich habe es endlich geschafft. Ich habe jetzt das dritte Mal dieses Spiel nochmal komplett durchgespielt. Also eigentlich das vierte Mal. Einmal musste ich es abbrechen, weil ich mal direkt am Anfang vergessen hätte, das Paket mitzunehmen. Und wir haben es geschafft. Wir haben ja alles freigeschaltet. Das heißt, wir mussten das Paket mit bis zur Bibliothek nehmen, mussten es da abschicken und dann leuchtet dieses Secret hier, also nachdem die Karte rausgekommen ist natürlich. Dann im Weinkeller, direkt wenn man reingekommen ist, nach der ersten Tür, die man geöffnet hat, rechts, da war ja dieses Bild. Da musste man auf dieses Auge draufklicken und dann hat man dahinter auch die Karte bekommen. Und im Garten bin ich mir jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht. Ach so, doch, wenn man den Schrank geöffnet hat, wenn man das vorne mit den Tieren und so weiter alles gemacht hat und an den Schmetterlingen vorbei ist durch die Tür, dann durch die Tür auf der linken Seite, wenn man da den Schrank geöffnet hat und da alle Werkzeuge vernünftig reingetan hat und sortiert hat, dann hat man ja noch mal so eine Karte bekommen und das war jetzt das letzte Secret. Und wir öffnen jetzt diese Tür zu einem Geheimraum. Ah, da geht's noch mal hoch. Okay. Ach du Scheiße. Kann ich noch mal zurück? Eins, zwei. Ja, nichts einfacher als das. Sind das Buchstaben oder was? Ach du Schande. Dann haben wir hier eine Uhr. Die steht auf 7 Uhr mit KR. Und drei. Okay, ich habe absolut keine Ahnung, was das bedeutet. Müssen diese Geheimräume immer schwieriger sein als das Spiel selber? The time will let you pass. Also man muss die richtige Uhrzeit einstellen, gehe ich mal stark von aus. Oh mein Gott. Also der hat schon mal teilweise wohl die Sachen übersetzt. Ich gehe mal davon aus, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Buchstaben sind das. Oh Gott. Sechs Buchstaben und die richtige Tür brauche ich. Also das ist Nummer 1. Jetzt müssen wir mal bei den Symbolen gucken. Das ist H. Zettel, Zettel, Zettel. Ich habe natürlich jetzt keine Zettel mehr. Okay, das ist H. Dann diese komische Sichel. Machen wir ein Fragezeichen. L. Und das mit dem Kreuz nach unten links. Wo ist denn das jetzt? Bin ich doof oder ist das hier wirklich nicht drin? Ach da, wieder ein Fragezeichen. Oh je. Dann dieser Sitz, das ist P. Dann wieder dieses Fragezeichen. Das ist immer das Gleiche, ne?
Dann dieses. Da steht auch nichts drüber. Fragezeichen. Und Fragezeichen. Ja, das ist ja richtig geil. Dann fängt es mit Fragezeichen an. Fragezeichen. Oh, das habt ihr ja super toll. Richtig geil. Kriegen wir wenigstens noch einen einzigen Buchstaben hier? Natürlich nicht. Oh. Das soll mir aber eine Uhrzeit sagen. Ist richtig, oder? Oh Gott. Also wenn mir das eine Uhrzeit sagen soll, ich denke mal, dass wir dann drei verschiedene Uhrzeiten einstellen müssen. Dann würde ich sagen, anhand meiner Aufzeichnung, das erste müsste half sein. Half past. Was gibt's denn noch? Half past. Ich glaube, alles wird mit past geschrieben, oder? Halb nach. Es sind drei Buchstaben. Es könnte halb nach eins sein. Wie war das jetzt mit halb nach eins? Ist halb zwei. Es könnte aber auch half past two. Three, four, five, six könnte auch noch sein. Ich probiere jetzt einfach mal alles hier aus. Tut sich aber nichts. Wir übersetzen mal das zweite. Oh Gott, Moment, ich schreibe hier mal eben eins dran. Dann zwei. Das ist wieder das, was wir nicht kennen. Wenn man davon ausgeht, dass das Half Past heißt, müsste das theoretisch ein T sein. Und das dann ein S. Das haben wir hier nicht drin. Aber da müsste das theoretisch ein T sein. Dann dieses Sternchen. Das ist, denke ich mal, das E. Und dieses doppelte N haben wir hier nicht gehabt. Dann mache ich mal ein Fragezeichen. Wobei, das kann ja nur Ten sein. Also mache ich mal ein N in Klammern. Da das zwei Buchstaben sind und mit T beginnt, nehme ich mal an, das muss Ten Two sein. Wo ist das eine Zeichen? Ja, das ist ein Fragezeichen. Ich mache da mal ein O in Klammern rein. Also ihr könnt jetzt natürlich nicht sehen, was ich mir hier gerade notiere. So, das hatten wir jetzt hier auch. Wenn wir davon ausgehen, dass das Half heißt, dann müsste das mit F anfangen. Das müsste ein O sein. Das ist jetzt ganz neu. Ah ja, vor müsste das dann sein. Ich gucke noch mal eben zur Sicherheit. Genau, das ist ein R. Also 10 to 4. Das Problem ist nur, muss ich das irgendwie in einer gewissen Reihenfolge dann machen? Also 10, das ist ja bei den Engländern, ist es ja irgendwie ganz komisch. Zehn vor vier. Ach so, ja, ich bin ja auch blöd. Das ist ja das Wort. Das heißt, wir haben ein OS. Ja,
Fangen wir dann mit dem Ten an? Ich nehme mal an. Also ich schreibe mal oben als Codewort OS rein. Und wenn wir dann half passt, was habe ich eben gesagt? Half passt, ja, two oder six. Moment. Nee, da wissen wir ja, das ist ein two, ein T. Da muss das two heißen. Das heißt, ich bin mir jetzt nur nicht sicher, half past two, heißt das jetzt halb eins oder halb zwei? Weil past ist eigentlich im Nachhinein, aber in Amerika machen sie die Uhrzeiten ja so ganz komisch. Auf jeden Fall ist das ein U. Und ich schreibe mal ein N in, nee, Moment, das N ist auf jeden Fall. Entweder ist das ein U oder ich schreibe mal noch ein E in Klammern. Oh mein Gott. Jetzt verstehe ich das auch mit dem, dass da nichts funktioniert. Oh Gott. Okay, also wir gehen davon aus. Ich habe ja gar keinen Platz mehr zum Schreiben. 3. Wir gehen davon aus, dass dieses nach unten gebogene, was hatte ich gesagt, dass das ein F ist. Schreiben wir mal ein F hin. Dann haben wir ein I. Dann diese komische Sanduhr ist ein Fragezeichen erstmal. Und das eine war ein E. Also kann das eigentlich nur 5 heißen. Dann dieser Sessel war ein P. Ja, wahrscheinlich wieder passt, oder? Das ist ein Fragezeichen. Wo ist denn das mit dem Schrägen? Das ist auch ein Fragezeichen. Das ist ein T. Ja, das muss passt heißen. 5 passt. Und dieses komische N, das hatten wir nicht, aber das war glaube ich, ein N, oder? Hatten wir das? Doch, bei Ten hatten wir das, genau, hier oben. Das heißt, das ist ein N. Ein I steht in der Liste, wieder ein N. Und ein E. Also 5 past 9. 5 past 9. Ich meine half past 2 wäre dann tatsächlich das E. Und 5 past 9 ist dann ein C und ein K. Oder ein K und ein C. Ich bin mir nicht sicher. So, das heißt, unsicher. Habe ich mich da vielleicht einmal vertan? Moment. Was war das zweite nochmal? 10 to 4. Moment, das ist 4. 10 vor 4, oder? Nee, ach, was mache ich denn hier? Ach, oder habe ich das? Nee, ich hatte ein S drin. Das ist aber ein L. Ah, dann heißt das Unlock, oder? Passt das? Also müssen ja 6 Buchstaben sein, ne? Wäre auch irgendwie logisch, weil man ja dadurch rauskommt. Oh, ich habe so ein gutes Gefühl gerade dabei. Ich meine, Unlock, ne? Letzte Tür. Würde ja mega passen. Oh, wie geil. Oh, letzte Tür ist gut. Das ist doch nicht die letzte Tür, scheiße. June, January, February. Hier ist das Paket. Okay. Okay. Ich bin jetzt Aufseher Nummer 2. Ach du Scheiße, jetzt muss ich die anderen beaufsichtigen oder was? Wir haben lange auf deine Ankunft gewartet. Ja, das glaube ich. Ich habe es ja auch ein paar Stunden gespielt, das Spiel. ich habe Skill bewiesen und Erfahrung, which makes you a perfect fit for this position. Ja, jetzt soll ich der Aufseher werden. Ja, super. Your duties are conduction. Oh Gott. Subjects within Mused Mansion.
Statement of the Art Security System, Recording our Observation and Organizing them for Future Reference. Also für zukünftige Aufseher, nehme ich mal an. Ich bin Nummer 2. Oh mein Gott, vor mir hat es nur ein einziger geschafft. Das realisiere ich ja jetzt erst. Also in dem Spiel jetzt. You are expected to work until your replacement arrives. Ja, geil. Kriege ich denn auch Essen und Trinken? Also ich muss hier bleiben, bis ich ja abgelöst werde. Das ist ja krass. Assume you rule. Achso, we'll end the game. Okay. Muss man denn hier noch irgendwas machen? Office start. Unclear. Weinkeller. Mathe-Kenntnisse erforderlich, aber doch nicht im Weinkeller. Seem to struggle here, oh boy. Im Eingang. Oh ja, okay. Too complex, der Wintergarten. Wow, es ging. So komplex fand ich den jetzt nicht. Die Bibliothek, die hat mir richtig was abverlangt. Subjects often fail here. Ja, das glaube ich. Und hier, way too hard. Im Office. Oh nö, das fand ich jetzt aber eigentlich nicht so. Pick up. Subject 42. Okay. 73. Kann man auch nichts mehr machen. Okay. Also ich denke mal, dass das jetzt hier auch kein Rätsel mehr ist, sondern dass ich tatsächlich jetzt hier quasi noch ein bisschen Hintergründe erfahren kann. Subject 57. Warum ich die Zahl immer auf Deutsch sage, weiß ich auch nicht. Das war aber nicht ich. Ich war irgendwas mit 87 oder so, glaube ich, ne? First Puzzle. Okay. Ja. Könnt ihr euch... Kann man das irgendwie noch drehen hier? Könnt ihr euch gerne so schräg durchlesen? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das Auge, der Code 347. Also im Endeffekt haben die Säcke hier die ganzen Antworten gehabt. Junge, Junge, Junge. Hätte ich die mal alle vorher gehabt. Das wäre einfacher gewesen. Subjekt 82, das bin ich doch. Oder? Oder bin ich 87? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich weiß es nicht. Was ist mit dem hier? Das ist wahrscheinlich jetzt meine Akte, weil die so leer ist. Ja, das ist dann, wenn der nächste kommt, genau. Das sind nämlich die Ausgangspunkte, so wie es vorher gewesen ist hier drin. Achso, das ist die Bibliothek. Wow, Junge, Junge, Junge. Objekt 83. Hatte ich das nicht gerade schon mal? Es lag doch 73, hatte ich eben. Ja, ich denke mal. Nein, ich kann... Ach, wie geil! Was ist das denn? Congratulations! Overseer! Ach, deswegen steht da drauf, Vorsicht, zerbrechlich. Weil da eine Torte drin ist. Ja, geil. Okay. Haben wir denn hier alles? Oh, die kann ich aufheben? Bringt mir nur nichts. Aber okay. Ja, ich kann mit dem Luftballon rausgehen. Aber nur mit dem roten anscheinend. Die anderen kann ich nicht aufheben. Platzieren kann ich den. Oder kann ich... Ach, dann kann ich die jetzt aufheben. Ja, muss man die vielleicht einsammeln? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Dass sie wieder da oben ins Loch rein müssen oder so. Keine Ahnung. Ich meine, im Moment bin ich ja so ein bisschen... Könnte ja noch irgendwo eine Errungenschaft drinstecken, ne? Deswegen... Entweder müssen die vielleicht alle raus oder die müssen alle rein oder keine Ahnung. Ich hätte jetzt eher gesagt, wenn, dann kriegen wir eine Errungenschaft durch die Torte. Aber die können wir nicht anklicken, das ist das Blöde. Hier war doch gerade noch einer, da. Hui. Jetzt haben wir ja keine mehr, ne? Wieder alle drin.
Aber keine Errungenschaft, schade. Ja, cool. Das ist dann das tatsächliche Ende des Spiels. Ah, Moment. Ich kann ja noch Schubladen öffnen. Unsere Neugier muss natürlich befriedigt werden. Es waren aber nur die zwei Schubladen hier. Okay. Dahinter ist auch nichts, ne? Da kann man übrigens draufdrücken im Garten, ist mir vorhin zufällig aufgefallen. Und wenn man das öfter macht, dann steht immer ein anderer Text dahinter und dann kriegt man dafür auch eine Errungenschaft. Ja, dann beenden wir das Spiel mal, ne? Sonst wüsste ich jetzt nicht, dass man noch irgendwas machen könnte. Ab in den Chefsessel. Become the Obseer. Ja, und das ist dann das tatsächliche Ende inklusive des Secret, also des geheimen Raumes, wo wir jetzt gerade drin sitzen. Ja, das Spiel hat mir auf jeden Fall wahnsinnig Spaß gemacht. Also ich bin sehr, sehr begeistert. Und ich habe auch irgendwie so den Drang danach gehabt, das jetzt nochmal zu spielen, damit ich wirklich diese geheime Kammer auch zeigen kann. Und damit ihr natürlich auch wisst, wie ihr in die geheime Kammer reinkommt. Also wie ich es euch ja schon gezeigt habe, es ist sehr, sehr wichtig, dass ihr diese drei Secrets in einem Durchlauf macht. Das heißt, das funktioniert nur, wenn ihr tatsächlich das Paket bis zum Ende, ja, bis zum Ende mitnimmt. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich bin einfach nur happy, dass ich es endlich geschafft habe. Ja, ich bin auf jeden Fall mega, mega begeistert von dem Spiel. Also die Bibliothek, die hat mir wirklich das meiste abverlangt, glaube ich, jetzt insgesamt. Alle anderen Räume waren ja, mit viel Versuchen, Gucken und logischem Denken auch gut hinzukriegen, finde ich. Aber die Bibliothek, also die hat mich wahnsinnig gemacht. Ach so, und es gab noch eine Errungenschaft. Die habe ich mir allerdings bei den Errungenschaften dann durchgelesen quasi. Also da stand dann drin, dass man auf eine andere Art und Weise die Tür zur Bibliothek öffnen soll oder sowas. Und da habe ich dann geguckt und gemacht und getan und habe dann festgestellt, dass man mit den Schraubendreher, den man ja, wenn man in die Bibliothek reinkommt, ganz links vorne, wo man so einen Code eingeben muss, da steht irgendwas von wegen die Zeit wird dich nicht verlassen oder sowas, keine Ahnung, irgendwas mit der Zeit meine ich. Da kriegt man ja den Schraubenschlüssel und damit kann man dann die Tür tatsächlich aufmachen, indem man acht verschiedene Muttern waren es, glaube ich, rausdreht. Also nicht die Muttern, sondern die Schrauben rausdreht. Und dann knallt die Tür einfach so auf den Boden und dann kommt man auch ohne das Rätsel zu lösen dadurch. Ist wesentlich effektiver und schneller, habe ich dann von da an tatsächlich immer gemacht. Ja, das ist jetzt so das, was mir jetzt noch einfällt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das Ganze, ja, wie ihr das Ganze empfunden habt, das Spiel, ob ihr es gut fandet, wie ihr es gemacht fandet, ob ihr die Rätsel ganz cool fandet, ob ihr es schwer fandet, ob ihr meint, dass ihr da auch so durchkommen würdet, sage ich jetzt mal, oder ob das für euch auch ein bisschen kniffliger vielleicht gewesen wäre. Vielleicht habt ihr es ja auch selber schon mal gespielt, dann könnt ihr es mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze empfunden habt und so weiter. Und ja, viel Spaß dann, falls ihr es noch nicht gespielt habt, den Secret Room zu kriegen. Ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play wieder. Ein kleiner Nachtrag übrigens noch. Ich habe einen neuen Channel eröffnet und zwar Gameplayerin Uncut. Ich wollte einen kurzen und präzisen Namen im Endeffekt haben. Wenn dieses Video hier dort hochgeladen worden ist, dann findet ihr die Verlinkung zu dem Channel auch ganz unten bei mir auf der YouTube-Seite. Könnt ihr gerne abonnieren, wenn ihr möchtet, damit ihr dann auch da nichts verpasst, weil da werden dann so kleinere Let's Plays, ich sag mal bis 3 Stunden oder vielleicht auch 5 Stunden, wie jetzt zum Beispiel hier so ein Rätselspiel oder so. Ich denke mal, das hier werde ich ein bisschen zusammenschneiden. Die Szenen, wo ich lange gesucht habe, werde ich ein bisschen wegschneiden. Aber so, dass alles noch zusammen gecuttet wird und dass dann quasi ein großes Video daraus entsteht. Also wenn ihr euch lieber Sachen angucken wollt, die komplett sind,
dann könnt ihr da natürlich auch gerne mal vorbeischauen. Ansonsten schaut ihr einfach weiterhin auf meinem Hauptchannel hier auf Gameplayerin. So, jetzt aber endgültig. Bis zum nächsten Let's Play. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.